Herzlich willkommen bei whisky.de, dem Treffpunkt feiner Geister. Und heute zum 20-jährigen Mortlach Cowies Blue Seal. Muss ich mich gleich entschuldigen, ich habe nämlich die große Flasche nicht da. Das liegt daran, es ist ja Ende November, die Weihnachtssaison hat voll begonnen und ich möchte nicht ja da in den ganzen Auslieferungsprozess jetzt mit einer extra Flasche, die ich hier probieren möchte, nochmal reinfunken und jedermann stören. Nein, ich habe ein Dreier-Set bekommen vom 12-Jährigen, 16-Jährigen und 20-Jährigen, die als neue Flaschen die bisherigen ohne Altersangabe 18 Jahre und 25 Jahre ablösen. Sie haben genauso 43,4 Volumenprozente wie die Abfüllung vorher. Sie haben aber 0,7 Liter Inhalt. Die Flaschen müssen Sie sich dazu denken. Ich blende Ihnen nachher da die Flasche ein, das Label ein. Und der Preis ist für diesen 20-Jährigen massiv unterhalb des alten 25-Jährigen, der 700 Euro für die 0,5 Liter Flasche kostete. Das hat sich so gut wie niemand geleistet. Und jetzt ist der 20-Jährige in der 0,7 Liter Flasche bei knapp über oder etwas über 200 Euro angekommen. Was für einen 20-Jährigen vergleichsweise, nein, ja, doch ein bisschen hoch ist. Aber für die Seltenheit von Mortlach ist das ja ein guter Preis, meine persönliche Sicht. Mortlach hat ein besonderes Destillationsverfahren, auf das ich in den anderen Videos schon hingewiesen habe. Und zwar haben die 6 Brennblasen, die jetzt nicht in 3x2 oder 2x3 zusammengeschaltet sind, sondern mit einem komplexen Röhrensystem miteinander verbunden sind. Und ein Teil des Whiskys wird dreifach destilliert und ein Teil des Whiskys wird zweifach destilliert. Allerdings der kleinere Teil. Am Ende wird alles wieder gemischt. Das in Summe aus der Brennerei, aus diesen 6 Brennblasen, konstant ein 2,81-fach destillierter Whisky rauskommt. Nun gut, der Großteil läuft über eine sehr kleine Brennblase, Lubici, die kleine Hexe. Und je kleiner Brennblasen sind, desto intensiver wird der Whisky. Allerdings muss man sagen, wenn man dreifach brennt, wird er weicher, weil man höher hoch destilliert. Sodass hier ein interessanter Whisky da ist, der vor allem in die Blendindustrie ging in der Vergangenheit, nur unterbrochen von einem ja, Flora und Fauna Abfüllung mit 16 Jahren Alter, 100% Sherry, der jetzt durch den neuen 16-Jährigen ersetzt wurde. Und ja, mit einem gehörigen Portionen Abstand im Preis, nämlich Doppelte, hat man jetzt mehr als das Doppelte, hat man jetzt diesen 20-Jährigen rausgebracht und hat ihm den Beinamen Cowies Blue Seal gegeben. Wer war Cowie? Nun, Alexander Cowie war der Gründer der Brennerei 1823 und der hat seine Whiskys, die besonders gut waren, mit einem blauen Etikett gekennzeichnet. Und deshalb ist es das Blue Seal, das Kennzeichen für den blauen, für den besten Whisky der Brennerei. Und ja, er soll besonders geschmeidig und aromatisch sein. Hier ist nun der 20-Jährige und leider habe ich jetzt auf der Packung nichts zum Nachlesen, aber nur, dann wird man auch nicht voreingenommen. Und jetzt schauen wir das mal an. Erstaunlicherweise hat man nun bei Mortlach alle Whiskys auf 43,4 Volumenprozenten, auch den 20-Jährigen hier gesetzt. Der Flora und Fauna damals hatte, glaube ich, 43. Sodass man normalerweise nicht, wie bei normalerweise sehr teuren Whiskys, dann auch ein bisschen mehr Alkoholgehalt den Leuten spendiert. Hier hat diese 0,2 Liter Miniatur keinen Korken, aber die Originalflaschen haben Korken. An dieser Stelle, der hier hat Plastik, ist auch im Prinzip jetzt bei so einem Set, was hier jetzt nicht professionell verschickt wird, Entschuldigung, sondern eher von Marketer für Marketer. Da ist das ganz gut, dass dieser Korken so hervorragend schließt. Also ich habe da nichts dagegen. Der ist kräftig in der Nase, aber nicht so sherrytönig wie der 16-Jährige. Vollmundig
Frucht ist da, eine Mischung zwischen dunklen und helleren Früchten. Eine Vanillenote, eine Karamellnote ist mit drin. Und er ist sehr, sehr angenehm in der Nase. Er hat also jetzt nicht irgendwie was besonders Starkes, Intensives, Massives, sondern er ist eigentlich der Weiche der Weichen. Ja. Mild, angenehm, weich, fast dreimal destilliert. Dann mit 43,4 Volumenprozent abgefüllt. Das spricht jetzt auch nicht so für den hammerharten Druck in der Nase. Und wundervoll. Sehr schön gemacht. Ölig, angenehm mit einer Süße und dann im zarten Einsetzen der Eiche, die dieses Mal im Gegensatz zu den anderen auch eine ganz, ganz ferne, leichte Zartbitterkeit zeigt. Also hier zeigen sich die extra 4 Jahre mit einem Stück weit mehr Eiche. Nach wie vor süß, Speichelfluss anregend. Jo. Abgang lang. Wieder erneut eine leichte Honignote, sodass ich also diese Fruchtigkeit, die Honignote und die Süße dem Brennereicharakter zuordnen möchte, was bei einer Dreifachdestillation sicherlich nicht verkehrt ist. Also oder fremd ist, was typische Ergebnisse von solchen höheren Destillationen sind. Jo, schön gemacht. Jo, jetzt kommt noch mehr Eiche hinten durch. 20 Jahre sind halt 4 Jahre mehr. Aber auch die Fassauswahl. Hier dürften auch andere Fässer drin sein, als diese Sherry-Fässer aus amerikanischer Weicheiche. Also hier sieht man ein bisschen mehr Komplexität auf der Eichen, auf der lang gereiften Eichennote. Jo, toller Whisky. Wenn ich die 3 Whiskys, den 12-Jährigen, den 16-Jährigen, den 20-Jährigen, irgendwie bewerten sollte, dann muss ich sagen, mein persönliches Herz schlägt für den 16-Jährigen, weil ich halt so ein Sherry-Fass-Fan bin. Der 12er, hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis und der 20-Jährige, jo, edel, gut ausgesucht. Blue Seal. Alexander Kaui wäre stolz auf mich. Ja, schön gemacht. Die neue Range wird mit Sicherheit ein toller Erfolg für Mortlach werden. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.